Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Samstag, den 9. November, Gedenktag der Weihe der Lateranbasilika in Rom, der eigentlichen Bischofskirche des Papstes, die den stolzen Titel trägt, Haupt und Mutter aller Kirchen des Erdkreises. Für Stolz ist heute aber kein Grund, weder vom Evangelium her, das kommt gleich, noch vom zweiten Gedenktag, den wir nicht fallen lassen dürfen, das der 86. Jahrestag des schändlichen Novemberpogroms hier in Frankfurt und überall in Deutschland, euphemistisch die Reichskristallnacht genannt, wo Juden um ihr Hab und Gut, oft auch um Gesundheit und Leben, aber vor allem um ihre Sicherheit gebracht wurden. Nach dem 7. Oktober letzten Jahres habe ich es mal sagen hören, es gibt zwei Länder in der Welt, wo Juden unter allen Umständen ungeängstigt leben können müssen, das ist Israel und Deutschland. So, und jetzt das Evangelium. Der letzte Satz von gestern ist der erste Satz von heute. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen: Ihr stellt euch selbst vor den Menschen als gerecht hin, aber Gott kennt eure Herzen, denn was die Menschen für großartig halten, das ist vor Gott ein Greuel. Also, das soll uns besser nicht passieren, dass wir Dinge für großartig halten und dann auch mit Ambition verfolgen und ein ganzes Leben dranhängen, dass das so wird für uns und die unseren, und am Ende ist das alles für Gott ein Greuel, nicht nur nichts wert, sondern ihm widerlich. Das besser nicht. Zuverlässigkeit wird hier aufgerufen, und da kriegt man beim ersten Hören das Gefühl, oh, jetzt ist die Welt des ungerechten Verwalters wieder in Ordnung und die Tugend der Zuverlässigkeit wird von Jesus selber also gepriesen, alles so wie vorher, die normale Moral, mit der wir ja auch gut bedient sind. Aber die Zuverlässigkeit, die wir da meinen, ist eine andere, als die Jesus meint. Die, an die wir gleich denken, ist die Zuverlässigkeit von Angestellten gegenüber ihren menschlichen und weltlichen Arbeitgebern, Vorgesetzten und Eigentümern. Das ist auch etwas wert. Ich will die Sekundärtugenden wirklich nicht gering achten. Aber ich glaube, Jesus spricht hier von der Zuverlässigkeit des Menschen, der sich die Welt zu eigen macht gegenüber dem Schöpfer der Welt und seines eigenen Lebens, dem er für die Verwaltung aller ihm anvertrauten Dinge Rechenschaft schuldet. Und darin sollen wir zuverlässig sein. Die Zuverlässigkeit heißt dann aber, dass wir an dem nicht hängen, als hätten wir selber hervorgebracht, und dass wir die Ansprüche anderer nicht abwehren, als sei das wirklich originär unseres, sondern es ist uns alles von Gott gegeben, damit wir das eigentliche Ziel unseres Daseins damit verwirklichen. Also nicht nur im Grundgesetz wird Eigentumsrecht relativiert, sein Gebrauch soll zugleich der Allgemeinheit dienen, sondern das kommt schon von Gott her. Alles, was es hier gibt auf der Erde, alles, was wir uns zu eigen machen, ist uns von ihm zur Verfügung gestellt, und was wir damit machen, müssen wir vor ihm rechtfertigen. Ich hoffe, dass dieser eigentumskritische Impuls, der ja mit einer Wertschätzung der schönen Dinge auf der Welt einhergeht, dass der katholischen Kirche erhalten bleibt. Und ich hoffe, dass die Katholiken in Amerika sich gut überlegt haben, wem sie ihre Stimme geben, wenn das die Katholiken auszeichnet, dass sie wissen, dass alles irdische Gut nur vorübergehend unseres ist. Gott segne und behüte sie alle.